der Gesellschaft für Frieden und internationale Solidarität. Unsere Mahnwache der Solidarität mit den fortschrittlichen Bewegungen in Lateinamerika ist ja heute auch, der von der NATO herbeigeredeten Kriegsgefahr in Europa gewidmet. Deshalb zuvor einige Worte dazu. Meiner Ansicht nach ist der Kernpunkt die Umsetzung des Minsker Abkommens. Man erwähnt zwar in unseren Medien dieses Abkommen, vermeidet aber tunlichst über den Inhalt zu sprechen. Und der Kernsatz beim Inhalt ist die Gewährung autonomer Rechte für die russischsprachige Minderheit in der Ukraine und überhaupt die Unterdrückung der russischen Minderheit. Wenn diese Unterdrückung nicht gewesen wäre oder nicht wäre, dann hätten die Leute im Donbass, in Lugansk gar keinen Grund, sich selbstständig zu machen. Aber die ukrainische Regierung verhindert eben diese Umsetzung des Minsker Abkommens, will der russischsprachigen Minderheit, die immerhin 40% ausmacht, keine Rechte einräumen. Und das erinnert mich daran, was unter Hitler geschah. Hitler verbot den Sorben, Sorbisch zu sprechen. Franco, der spanische Faschist, verbot den Katalanen und den Basken, ihre Sprache zu gebrauchen. Und Zelensky verbietet den Gebrauch der russischen Sprache in der Ukraine. Und das will man uns als Demokratie verkaufen. Und die Bundesrepublik hat erklärt, sie steht fest an der Seite der Ukraine, die also den Verbot der russischen Sprache durchführen will. Und jetzt zu Lateinamerika. Ich möchte hier zitieren, was der Kubaner Adolfo González Rodríguez geschrieben hat, und zwar gerichtet speziell an uns, die wir in relativem Wohlstand in der sogenannten ersten Welt leben. Ja, wir sind Kubaner. Ja, wir sind Kubaner. Wir stehen Schlange. Uns fehlt es an materiellen Dingen. Wir laufen nicht mit vollen Einkaufswagen durch die Supermärkte. Und wir verbringen auch nicht ein paar Minuten damit, zu entscheiden, welcher der beste Käse oder die beste Butter ist. Ja, wir sind Kubaner und wir drängen uns oft an der Bushaltestelle und warten darauf, dass uns jemand hin- oder zurückbringt. Ja, wir sind Kubaner und zu unseren Plänen für dieses Jahr gehört es nicht, ein Auto zu kaufen oder unsere Möbel gegen modernere auszutauschen. Ja, wir sind Kubaner und wir möchten billiges Bier, Fleisch zu niedrigen Preisen, Freizeitreisen, Kleidung und Komfort, erschwingliche Wohnungen und viele andere Dinge, die Sie sich vorstellen können. Ja, es wäre wunderschön, wenn wir, die wir doch Ärzte haben, die uns kostenlos heilen, die wir doch Schulen haben, die allen offen stehen, die wir doch Straßen haben ohne Kinder, die Autoscheiben putzen, um zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen, wo Jugendliche ohne das Risiko aufwachsen, sich letztendlich einer kriminellen Bande anzuschließen und wo es glücklicherweise keine Gummigeschosse und keine Verschwundenen gibt, wie zum Beispiel in Kolumbien. Wenn wir also auch die Mangelerscheinungen beheben könnten, mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Deshalb drücken Sie uns auf die Pelle. Deshalb nerven Sie uns. Deshalb schmähen Sie uns. Sie wissen, dass dies möglich ist und diese Gewissheit ist beängstigend. Wie würden Sie der großen Mehrheit der Bevölkerung unseres Planeten, die zwar materielle Dinge besitzt, aber kein Leben hat, erklären, dass eine kleine Insel, die bis zur Ausblutung einer Blockade ausgesetzt ist, ihnen zeigen kann, dass Wohlstand und Würde, Vernunft und Menschlichkeit ein möglicher Traum sind, aber eben nicht im Kapitalismus. Ihre schrecklichen Berechnungen haben ihnen aufgezeigt, dass Kuba
ohne eine Blockade sehr viel erreichen könnte. Zu viel für den Geschmack derer, die immer noch darauf warten, dass die reife Frucht ein für alle Mal in ihren Schoß fällt. Und deshalb Hände weg von Venezuela, Hände weg von Kuba, Aufhebung der Blockade gegen Kuba. Venceremos, der Sieg wird unser sein. Danke, Gerhard. Jetzt machen wir ein bisschen Musik und dann